Guten Morgen! Ja, wie man sehen kann, ich bin aus der Dusche gekommen. Und jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ab diesen Typen, die mir da in die Bude reinstachen. Ja gut, selbst schuld, ich sollte mich sowieso anziehen. Aber ich bin da zu Hause am liebsten einfach gerade so, wie ich mich wohlfühle. Und das ist jetzt, seit ich aus der Dusche gekommen bin, was jetzt auch schon irgendwie gut anderthalb Stunden her ist, bin ich einfach so, ist gemütlich. Aber muss halt immer aufpassen, dass ich... Ui! Sind immer irgendwo irgendwelche Leute, die einen sehen könnten. Aber egal, ganz YouTube sieht mich ja so. Also deswegen. Ja, worum geht's heute eigentlich? Ich sitze hier gerade auf... Ich will es nicht Bett nennen, ich will es auch nicht Couch nennen. Ich nenne es jetzt einfach mal das Kind beim Namen. Ich sitze hier gerade auf dem Lattenrost mit zwei Matratzen drauf. Das war nämlich bis jetzt hier in meinem Gästezimmer oder Malatelier oder wie auch immer ich dieses Zimmer hier nennen will, war das meine Sitzgelegenheit. Und heute kommt hier endlich etwas Neues hin. Und zwar gibt es eine neue Couch und ich warte jetzt, bis die kommen und mir die Couch aufbauen. Ich habe hier hinter mir jetzt mal alles weggeräumt, die Kissen zur Seite gemacht, die Decken darunter genommen, ein bisschen aufgeräumt, dass es auch gleich losgehen kann. Die sollten nämlich jeden Augenblick da sein. Bis es soweit ist, gehe ich jetzt aber mal in ein anderes Zimmer, weil ich mir irgendwie einfach nicht so kühl da. Ich habe ja eh noch ein bisschen was anderes zu tun, zum Beispiel nämlich auspacken. Das Kokosöl. Au! Hör auf meine Füße beißen. Autsch! Also ich frage mich ja ehrlich, ob ich eines Tages Kinder haben will, wenn es schon mit Katzen so unmöglich ist. Ich kann ja nicht mal mehr ein normales Video drehen, ohne dass die das ganze Set crashen. Das sind so die Produkte, die ich immer zu Hause brauche, die ich mir jetzt nachbestellt habe, meine Favorites. Jetzt habe ich neu auch Gerstengrassaftpulver zugeschickt bekommen und Gerstengrassaftpulver hat extrem viel Eisen, Magnesium, Zink und auch Kalium drin, Vitamin E und K. Also damit mache ich mir gleich einen Smoothie. Ziel, es hat jetzt gerade geklingelt in dem Moment. Die Couch ist da! Also nachdem ich morgens erstmal ganz schön viel Wasser getrunken habe, gibt es mir immer als erstes einen Smoothie. Und zwar mache ich da meistens meine Lieblingskombi, Zitronensaft, Apfel und eine Banane. Und damit gebe ich hier heute auch noch eine Blutorange hinzu und eben ein bisschen Bio-Gerstengrassaftpulver. Das alles haue ich in den Mixer und ein bisschen Wasser dazu und that's it. Sowas gibt es mir jeden Morgen. Manchmal gebe ich noch Spirulina oder Chlorella-Algen hinzu. Jenseits verschiedene Früchte, da kann man gerne ein bisschen kreativ sein, ausprobieren. Auf jeden Fall super gesund, den Tag mit einem frischen Smoothie zu starten. So sieht es aus. Jetzt füllen wir das hier in meine neue Lieblingstasse. Die habe ich bekommen. Schaut mal, wie cool.
So, mittlerweile ist die Couch aufgebaut. Aha. Und du bist natürlich schon drauf. Du bist natürlich schon da, wenn was neu ist. Okay, also sie ist voll klein, aber ich muss halt eine kleine auswählen, dass man hier die Tür noch aufmachen kann. Also muss ich ehrlich gesagt ein bisschen lachen an mir selbst gerade. Ich muss mich ein bisschen auslachen, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, so nach dem ersten Sitzen und ersten Betrachten ist es jetzt nicht der beste Kauf, den ich je gemacht habe. Ich habe diese Couch online bestellt und zwar, ich erzähle euch gleich, wie es dazu kam. Ich habe sie nie zuvor getestet oder so und ja, ich bin so mittelmäßig begeistert. Man sieht auch, sie ist voll klein, aber ich wollte eben extra eine kleine Couch, weil, also ich liebe große Couches natürlich, wie die in meinem Wohnzimmer. Aber ich hatte hier halt nicht so viel Platz, weil die Tür muss ja noch auf und zu gehen können. Aber irgendwie ist es nicht so das Wahre hier, ich sag's euch. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich bin hier eines Abends, respektive eines Nachts, muss man es vielleicht sagen, das war schon sehr spät, mit einer meiner besten Freundinnen Lena hier gesessen, auf diesem alten Lattenrost mit den Matratzen, welchen ihr ja vorher noch gesehen habt. Und wir haben uns hier, wir haben TV geschaut und es war sowas von unbequem, weil man hier halt so an der Wand angelehnt ist. Man ist so auf diesen Matratzen gesessen, hat sich hier so an der Wand angelehnt und das ist halt ja echt unbequem. Und dann habe ich aus diesem Moment heraus, es war irgendwie 1 Uhr morgens, irgendein random eine Couch bestellt und wir haben dann so Handgelenk mal Pi, also so Handgelenk mal, wie sagt man das, Pi mal Daumen, glaube ich, sagt ihr auf Deutsch, haben wir hier so ausgemessen, ja, wie groß dürfte sie ungefähr sein. Also haben wir uns dann für diese hier entschieden. Aber sieht sie, also ich finde jetzt irgendwie, sie sieht auf dem Video hier auf meinem Screen gerade ganz okay aus, aber in echt sieht sie ein bisschen komisch aus und sie ist auch nicht so bequem. Ja, auf jeden Fall, man kann sie hier noch runterklappen, dann ist sie auch ein bisschen breiter. Wie ging das jetzt nochmal? Moment. Irgendwie so. Oh Gott. Ach so. Das muss gar nicht raus. Ja, also so eine mittlere Katastrophe. Also wenn Lena heute Abend wieder zu mir kommen wird, sie wird sich jetzt totlachen. Ja, sie wird lachen auf dieser Couch, weil ja gut, es ist bequemer als... Es ist jetzt echt nicht so das Wahre, muss ich sagen. Alleine würde es ja noch gehen, aber zu zweit, ja. Ich hatte da, meine Hoffnungen waren ein bisschen anders, meine Vorstellungen ein bisschen anders. Und irgendwie dieses Teil hier, das ist gar nicht befestigt. Das kann man hier so einfach wegnehmen. Das ist gar nirgends befestigt. Ja, du, ich, ja. Ja, mal gucken, was ich daraus noch machen kann. Vielleicht einfach meine Kissen da wieder rauf. Ja, es ist echt nicht so das Wahre. Man sieht auch, wenn ich die Kissen hochmache, die Sitzfläche ist so klein. Ach, irgendwie habe ich gedacht, es passt ja keine breitere hier rein, aber... Es wäre schon gegangen. So ein Ticken. Ja, nur schon Sport. Zu spät. Sie mögen auch lieber das Alter. Hm? Das besser.
Ja, no, jetzt ist es, wie es ist. Jetzt habe ich diese Couch. Mal gucken, ob ich mich noch damit anfreunden kann. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch schon Möbel einfach online bestellt, ohne dass ich die je zuvor gesehen habe. Mein Bett zum Beispiel oder diese Couch hier. Und das war alles super, aber die jetzt, das war jetzt ein kleiner Fehlgriff. Ja, no.